Es ist 5.45 Uhr. Und? Ich bin wieder da. Huam! Ist mir das Paket aus der Hand gefallen. Weil ich konnte meinen Arm einfach. Meine Arme, die konnten es einfach nicht mehr heben. Das war so schwer. Ja. Viermal noch! Vertreib! Es ist 5.45 Uhr. Und ich muss jetzt in die Arbeit. Ich bin so müde. Warum? Aber jetzt werde ich mich erstmal umziehen, also let's go. Schau mal. Es ist wirklich 6.18 Uhr und ich bin einfach nur tot. Einfach nur tot. Ich muss jetzt los. Ich dachte gerade so eine Strähne, da weiß es die Uhr. Ich muss jetzt los. Ich werde mir jetzt noch irgendwas zu essen mitnehmen, so einen Riegel oder so. Und dann geht's los. Yay! Bis um 12 und dann bin ich zu Hause und dann bin ich entspannt. Es ist übrigens Mittwoch für alle, die sich gerade wundern. Nee, Donnerstag. Oh mein Gott. Es ist zu früh. Hallo! Ich bin wieder da. Huam! Ich hab's geschafft. Ich hab nur mal schon meine Blaulichtbrille auf, weil ich gerade schon ein bisschen am iPad war und die Dschungelshow nachgeschaut habe von gestern, weil ich habe es nicht gesehen gestern Abend. Und ich habe jetzt die ersten 10 Minuten geguckt. Ich bin ja mal gespannt, wer das Ticket gewinnt. Leute, ich liebe so Reality-TV-Sachen, die sind einfach unterhaltsam. Das ist Entertainment pur. Gestern kam auch der Bachelor, also ich finde es witzig. Es unterhält mich zurzeit sehr. Jedenfalls werde ich das jetzt noch fertig gucken. Ich habe mir schon eine Wärmflasche gemacht. Wo habe ich die jetzt? Ah ja, da hinten. Yes, und ich habe auch schon gegessen. Also ich bin bestens versorgt. Das Ding ist, ich dachte, es wird so ein richtig cooler Vlog, aber ich weiß halt gar nicht, was ich zeigen soll. Und es ist auch richtig chaotisch, weil ich schaff's halt nicht in der Früh vor der Arbeit. Es ist mir einfach. Ich bin froh, dass ich überhaupt um 6:30 pünktlich aus dem Haus bin. Deswegen, da ist Stress. Aber Essen konnte ich ja jetzt auch nicht zeigen. Ich hatte so Hunger, ich musste aber gleich essen. Und jetzt bin ich da warm. Aha. Das ist natürlich schön. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal die Dschungelshow fertig schauen und ein bisschen was snacken. Und dann mal gucken, ob ich mich heute zu Sport motivieren kann. Ich denke nicht, weil ich bin ziemlich fertig. Aber das werden wir sehen. Mal schauen, vielleicht packt mich die Motivation. Wie geht's dir? Jetzt ärgere ich mich wirklich, dass ich nicht schneller gelaufen bin, ne? Ja. Hold on. Can we switch the language? Sorry. We better hit it. If everybody had a nose across the USA, then everybody'd be serving like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hair. Was wäre ein Tag ohne ein TikTok? Oh mein Gott. Hat sie dich gerade gesagt? Fun Fact, Leute, ich habe jetzt wieder angefangen, Just Dance zu tanzen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Zeiten erinnert, als man Wii gespielt hat. Aber ich habe Just Dance wieder für mich entdeckt und mache das seitdem. Love it. Vielleicht mache ich das jetzt noch, aber eigentlich bin ich so fertig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da muss noch ein bisschen Bewegung in meinen Tag kommen. Aber
bin auch gerade irgendwie zu fertig dafür, ne? Das ist so ein Dilemma. Und mich nervt schon wieder, dass dieser Vlog so langweilig ist. Es tut mir wirklich leid. Ich versuche ja wirklich kreatives Zeug zu machen. Aber entweder kommt dann immer irgendwas dazwischen. Oder ich mache einfach nichts Spannendes. So wie heute. Ich meine, ich war in der Arbeit und jetzt mache ich nichts. So. Das war's dann auch mit dem Tag. Wisst ihr, ich bin so eine Person, ich habe so eigene Sache am Tag. Der Tag ist für mich halt durchgeplant. So fertig, wisst ihr? Wenn ich so wüsste, okay, ich habe um 4 Uhr einen Zahnarzttermin, dann mache ich halt auch nichts anderes, außer um 4 Uhr zu diesem Zahnarzttermin zu gehen. So bin halt ich, wisst ihr? Ich muss mich da mental den ganzen Tag vorbereiten. Also jetzt unabhängig, ob es ein Zahnarzt ist, aber ihr wisst, was ich meine. Heute war ich arbeiten bis um 12 Uhr. Der Tag ist für mich gelaufen. Also, das ist mein Leben. Außer Essen mache ich nicht mehr viel. Ich habe gerade schon wieder was gegessen. Es war jetzt echt zu viel gegessen. Jetzt bin ich richtig voll. Ist ungut. Deswegen müsste ich mich jetzt eigentlich mal bewegen, aber das wird, glaube ich, nichts. Und irgendwie, in jedem Vlog erwähne ich das auch, meine Haare, die stressen mich. Die stressen mich. Ich mache jetzt doch so ein Workout, aber nur so ein bisschen Dance-mäßig. Alter, wie oft macht ihr das jetzt noch? Mir reicht's langsam. Can we hit that four more times, ladies? Let's go. Viermal noch. Vertreib. Nee, ich jump jetzt nicht so hoch, ich kann. Boah, Story aus meinem Leben. Es kam gerade der DPD-Fahrer und hat ein Paket gebracht. Und ich wusste, dass das Paket ankommt, weil das so ein Sportgerät ist. Für meinen Vati. Und das war gerade so peinlich, weil unser Gartentor war halt noch zu. Und er musste mir das dann über das Tor halt quasi geben. Und er, ich sagte so zu ihm, ja, das Tor ist zu, Sie müssen es mir drüber geben. Und er so, oh Gott, das ist richtig schwer. Und ich so, ja, klappt hoffentlich. Also es ist wirklich schwer. Und dann meinte er so, ja, schwer für ihn nicht, aber für mich vielleicht nicht. War so, Bro, was denn das für eine Aussage? Ich habe gerade Sport gemacht, natürlich kann ich das eben. Dann habe ich das wirklich da so drüber gehoben und mir so gedacht, ich kann das, ich kann das. Und ich habe halt einen Schmerz verspürt, aber ich dachte mir so, nee, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das nicht heben kann. Ich kann das alleine. Und dann habe ich das so ein bisschen mehr als die Hälfte, habe ich es geschafft zu tragen. Er ist noch nicht im Auto gewesen, er war hinten da im Kofferraum und hat da ein anderes Paket umgeladen. Dann ist mir das Paket aus der Hand gefallen, weil ich konnte meinen Arm einfach, meine Arme, die konnten es einfach nicht mehr heben, das war so schwer. Und dann ist ihm runtergefallen, aber ich glaube, es ist nichts kaputt gegangen, ich hoffe, oder nichts passiert, aber er hat dann auch nicht mehr nachgeschaut, ich wette, er hat so gehört und sich so gedacht, ja, ich wusste doch, dass sie es nicht heben kann. So dumm, aber wisst ihr, da dachte ich mir so, ne? Was ist das für eine Aussage? So, ich meine, voll lieb, wenn die Gartentür aufgewesen wäre, hätte er es mir ja reingetragen. Aber die war halt zu. Und ich war ehrlich gesagt auch zu faul, jetzt einen Schlüssel zu holen und die Tür aufzusperren, weil ich dachte mir so, das geht ja auch irgendwie von seiner Zeit weg. Und ich hatte auch gerade keinen Schlüssel da. Ich hätte den erstmal von oben holen müssen. Und sie dachte mir, nee, gib das halt gleich drüber. Leute, das kam auf die Liste von einer der peinlichsten Momente für mich, weil das war einfach unangenehm. Es war einfach unangenehm. Ja. Dance!
Leute, ich habe jetzt gerade wirklich eineinhalb Stunden oder so dieses Just Dance gemacht. Ich habe keine Ahnung. Es hat plötzlich so Spaß gemacht, da ich mich komplett ausleben können. Ich dachte ja nicht heute Mittag, dass ich überhaupt noch irgendeine sportliche Aktivität heute durchziehen werde. Ich war einfach nur tot. Aber ich habe es noch geschafft und ich bin sehr stolz auf mich. Also Workout is done. Und ich werde jetzt noch ein paar Mails bearbeiten bzw. beantworten, weil ich mache das immer viel zu selten. Und ich habe irgendwie so ein Problem mit meiner Mail, glaube ich. Weil so viele Sachen landen bei mir einfach immer in einem Spam-Ordner und vor allem so wichtige Sachen. Und bis ich die dann beantwortet habe, ist dann halt auch schon wieder zu spät. Ich freue mich immer richtig, wenn mir irgendeine Firma schreibt wegen einer Kooperation. Das ist einfach jedes Mal einfach was Besonderes für mich. Und ich habe gerade eine Mail bekommen, die ich gerade beantwortet habe. Wenn das funktioniert, freue ich mich richtig, weil das wäre sehr cool. Das ist was ich selber halt auch benutze, beziehungsweise meine Schwester auch benutzt. Deswegen wäre das so sick. Die hat von der Marke selber schon mal Sachen gekauft. Deswegen wäre das crazy. Und ich habe eine Kooperation, Leute. Die werde ich mal in einem YouTube-Video bestimmt zeigen. Oder auf jeden Fall auch auf Instagram. Also schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Einfach sick. Das ist wirklich, das war so eine Traumkooperation. Ich habe mir das immer gewünscht, weil so viele YouTuber, beziehungsweise zwei meiner Lieblings-YouTuber aus Amerika, machen mit der Firma eine Kooperation oder haben mit der Firma eine Kooperation. Und ich war immer so, ich will da halt auch was bestellen und irgendwie ist es so cool und ich liebe diese Firma. Und die haben mir geschrieben und ich war wirklich so Minuten in der Schockstarre, weil ich einfach so dachte, ist das jetzt eine Fake-Nachricht oder ist das wirklich echt? Und es ist echt gewesen und ich war nur so, Also schaut auf jeden Fall mal vorbei dann bei mir auf Instagram. Weil das ist einfach so eine Marke, mit denen krasse Leute zusammenarbeiten. Also auch so Leute wie Kylie Jenner und ich bin nur so. Oder auch zum Beispiel Addison Rae von TikTok. Ich bin nur so, shut up. This is not gonna happen. But it's gonna happen. Das Licht sieht auch irgendwie strange aus, stelle ich gerade fest. Aber egal. Naja, auf jeden Fall, ich werde heute nicht mehr so viel machen. Ich werde echt nur noch jetzt entspannen und dann werde ich Netflix schauen. Übrigens, ich habe jetzt diese neue Serie Fade angefangen oder wie die heißt. Ich war am Anfang so, als ich mir den Trailer angeschaut habe, dachte ich mir so, es wird mir nicht gefallen, weil das ist so eine Art von Serie, die mir eigentlich nicht gefallen würde, weil ich bin nicht so der Fan von so Magiesachen und sowas. Irgendwie, nee, ich bin auch kein Harry Potter Fan, so. I know. Viele werden mich jetzt dafür judgen. ja, aber ich bin nicht so der Harry Potter Fan und das ist halt auch sowas mit Magie. Aber ich habe das angefangen, ich finde es eigentlich geil. Ich bin jetzt schon die Hälfte durch. Ich finde es cool. Und ich habe letztens Lupin angefangen, habe ich schon fertig geschaut. Finde ich geil. Leute, I love it. Bridgerton habe ich ja, Bridgerton habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Boah, jetzt wurde ein anderes Licht angemacht, jetzt sieht es noch schlimmer aus. Also, yes. Die fand ich auch gut. Also ich wollte nur sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dieser Vlog war ein bisschen crazy und ein bisschen durcheinander. Der nächste Vlog wird vielleicht besser oder vielleicht werde ich es besser hinkriegen, so eine Woche zu filmen. Ich weiß noch nicht. Also mal schauen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und folgt auch meinem Channel, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, see you next time, Honeys.